Hier ist Endstation. Wir müssen umdrehen. Aber wir kommen wieder. Ich setze den Rückwärtsgang. Aber wir kommen wieder. Und wir können wahrscheinlich nicht einfach nach oben. Ich drehe mal. Und hier ist schwer. Oh, ja, nicht ganz so Schwärze. Und jetzt müssen wir nach Hause finden. Zumindest zurück. Wir müssen zumindest zurückfinden. Wir sind nach Osten gefahren, kann das sein? Och, Orientierung, hallo. Habe ich schon eine 180-Grad-Wende hingelegt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade unten, denn wenn wir in der Entfernung irgendwo noch Lava sehen, ich glaube, da hinten war die Lava. So, genau. Also fahren wir in die richtige Richtung, ja. Ich hätte gerne die Kommandoturmkamera. Dankeschön. Das kann nicht die richtige Richtung sein, denn da ist ein Felsvorsprung. Da kommen wir her. Also, da in die Schwärze. Hä? Da ist auch? Nee, jetzt haben wir uns doch wieder gedreht, oder nicht? Oh Gott, wir kommen hier nicht mehr raus. Da unten sehe ich ein bisschen was. Seht ihr das auch? Ziemlich genau jetzt am Rand von dieser rotierenden Scheibe. Warum hab ich, bescheuerter Blödmann, mir nicht die Himmelsrichtung gemerkt? Ich bin so blöd. Jetzt versuche ich wieder den Status herzustellen, dass wir den Lavafleck sehen. Und dann wissen wir stehen so wie... gerade da ist der Lavafleck. So. Das heißt, wir standen auch gerade so. Dann war da der Abgrund. Dann ist... da hinten ist hinten. Also hinten ist hinten. Wir müssen hier lang. Richtung Süden. Ja, Richtung Süden. Das müsste hier sein. Hier muss es zurückgehen. Das war doch richtig. Vielleicht so ein bisschen hier um eine Kurve rum, aber hier müsste es zurückgehen. Ja, wir kommen hierhin zurück. Wir müssen uns das merken. Das war bei der Da, hier sind auch die Rohstoffe, genau. Bei der schwebenden Insel. Ich versuche mich jetzt hier so ein bisschen an der linken Wand zu orientieren. Oder sie zu rammen. Das kam... Oh, nee. Hä? Hey, liebe Leute, wo geht's denn hier weiter? Oder muss ich nach oben? Das kann natürlich sein, dass ich einfach zu tief bin. Da ist die Wand. Da kommt jetzt schon die Decke. Oh Mann. Jetzt wieder hier rauszukommen, ey. Oh. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Hier ist auf jeden Fall kein Weg nach oben. Das sieht auch nicht richtig aus. Nee, aber wir haben uns auch... Wir sind ja durch einen Höhleneingang gekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir waren sehr tief. Wir waren sehr tief. Wir waren teilweise unter der Tiefe. Ich war so völlig im Abdriften, im Abdriftmodus. Wo geht's hier raus? Verdammt! Oh nein, oh nein, oh nein. Hier links? Oh Gott, wo geht's hier wieder raus? Das sieht mir... Sieht mir das nach was aus? Nein. Scheiße.
Ich weiß, ihr seht gerade sehr wenig. Und immer auf einen schwarzen Bildschirm zu gucken, ist bestimmt nicht das Spannendste. Oh, da sind viele Wände. Aber hier ist es nun mal verdammt, verdammt duster. Und ich glaube, ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Ich versuche hier nur gerade wieder rauszukommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen das jetzt hier zusammen, das sieht sehr viereckig aus. Wir müssen das hier zusammen schaffen. Überall, wo es nach oben geht und weiter weg, da ist gut. Und wo es etwas heller aussieht, da seht ihr diesen Lichtausschnitt? Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme gut zu erkennen. Geht's hier raus? Oder fahre ich gerade tiefer rein? Hauptsache nicht nach unten. Es geht auf jeden Fall nach oben. Die Höhle wird wieder weiter. Ich sehe keine Lava, das ist auch schon mal gut. Hoffe ich. Ich sehe generell nicht viel. Also immer wieder hier, das ist immer wieder unser Fixpunkt, unser U-Boot hier. Aber das Gestein, das kommt uns doch bekannt vor. Da sind wir auch dran vorbeigefahren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht so nah aus, ne? 930 Meter, das ist nicht viel. Wir sind ziemlich nah unter unserem eigentlichen, unter unserer Base. Wir sind auf einer Tiefe von 680 Metern. Wenn wir die nach oben fahren würden, könnten, dann wären wir fast bei unserer Base. Oh, ich kann nur hoffen, dass wir hier wieder lebend rauskommen. Sind das die... Oh, kann das sein? Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne sehe ich Licht. Da vorne sehe ich einer von diesen Schwebebällen. Einen von diesen Schwebebällen. Und das könnten die Lavaflüsse sein, die wir ganz am... Da sind auch wieder Tiere. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder draußen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Das sieht gut aus. Oi, 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 oi. Und jetzt mag ich auch diesen Wopper da unten wieder zu sehen. Hauptsache irgendwas. Und nicht nur diese Schwärze, diese total beklemmende und... Durchatmen, durchatmen. Wir verhungern gerade. Das soll nicht das Problem sein. Das soll nicht das Problem sein. Jetzt habe ich mich auch wieder zurückgelehnt hier auf meinem Stuhl. Etwas Entspannung. Mein lieber Kokoschinski. Wir sind wieder etwas höher. Was ich gerne noch finden würde, und das will ich auch noch tun, ich will die Modifizierungsstation komplettisieren. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall komplett finden. Da müssen wir dann noch einen Teil finden. Das sollten wir schaffen. Ach komm hier, Poli. Den verwehrst du doch eben mal durch. Poli Schnoli. Komme ich hier durch? Ja, sehr gut. Jetzt nur noch nach oben. Ich will nur noch in das Gebiet hier von der Floating Island. Das letzte Modifizierungsstationsfragment finden. Und dann erstmal wieder ab nach Hause. Ab nach Hause, abladen. Wie beim Einkaufen, ne? Erstmal ab nach Hause und dann abladen. Oh, komme ich hier denn irgendwie wieder raus? Das wäre schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind hier gerade. Ich werde schon ganz heiser. Wir sind hier gerade. Ganz schön in der Enge. Komm hier rum, komm hier lang und lass mich durch. Ich bin Arzt, ich bin ein U-Boot, lassen Sie mich durch. Ich
Ich will auch mal ein bisschen in der Ansicht hier fahren. Ich sollte speichern. Ich sollte speichern. Das ist ganz wichtig. Wie er es immer mit einem Hupen bestätigt. Das ist schön. So, wir sind immer noch in einer Höhle. Kein Problem. Die Tiefe ist aber vertretbar. Ich darf jetzt hier nicht im Kreis fahren, dass wir gleich wieder zurückfahren. Ja, Herrgott, wo geht's denn hier weg? Nee, ich glaube, nach Süden ist die falsche Richtung. Aber irgendwo muss doch der Aufstieg sein. Ach, bitte lasst mich doch hier raus. Ich will doch nur nach Hause. Bong, bong, bong. Ich will doch nur hier raus. Lasst mich doch raus. Also wir dürfen nicht in die Richtung fahren. Da wissen wir ja, da sind wir hergekommen. Vielleicht hier durch. Guten Tag, liebe Spinnen, Krallen, Quallen, Viecher. Geht's hier weiter? Hier durch? Na, die Richtung wollen wir ja nicht. Das war laut, aber hier uns geht's noch gut. Hier durch vielleicht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Da sieht's so aus, als könnten wir... Ja, wir können höher, wir können höher. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Über uns sehe ich jetzt nichts. Ich gehe mal auf die Kamera. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es ist zwar immer noch schwarz um uns rum, aber es sieht ganz gut aus. Uiuiuiui. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal eben auf die Kielkamera. Denn jetzt sind wir, glaube ich, wieder in freiem Gewässer. Ich glaube jedenfalls. Wie tief sind wir denn? 300 Meter. Ja, das sieht gut aus. Ich werde mal auftauchen, um die Orientierung zu bekommen. Einfach mal auftauchen. Nichts als schwarze Nacht um uns rum. Vielleicht sollten wir uns ein Bett hier in unseren Poli reinstellen. In unser U-Boot. Also wir haben Auftrieb, ja. Da ist die Oberfläche. Ach, Oberfläche. Wo sind wir denn? Wir sind genau hinter der Aurora. Und da ist die Insel. Ach Mann, frische Luft. Erstmal alle Luken aufmachen, frische Luft reinlassen. Und ich will noch diese Modifizierungsstation. Boah, das war was. Das war aber auch wieder aufregend. Es ist nichts passiert, nichts Schlimmes, ne? Aber was man sich selber für einen Terror macht, das ist immer das Schlimmste. So funktionieren die besten Horrorspiele. Man sieht nie das Monster oder Horrorfilme auch. Oder selten, man weiß gar nicht genau, wie es aussieht, was es überhaupt tut, wer das ist, was das ist. Den ganzen Horror macht man sich schön oben selber in seinem Kopf. Und es könnte jetzt mal wirklich Tag werden, das finde ich echt nice. Jetzt tauche ich nochmal unter. Modifizierungsstationen hin oder her, das müssen wir jetzt holen. Und dann geht's ab nach Hause. Hier müsste irgendwo doch noch ein Fragment liegen. Bitte, 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 bitte. Caution. Passing safe depth. Maximum depth reached. Hard damage imminent. Das sind alles Tiefen. Da brauchen wir keine Angst haben, meine Liebe. Irgendwo, irgendwo müsste hier doch noch was liegen. Vielleicht sollte ich mich mal quasi zu Fuß auf den Weg machen. Ich nehme noch mal zwei Wasser zu mir. Und dann gucken wir noch mal. Das muss sich doch finden lassen. Gibt's doch gar nicht.
können auch mal ein bisschen Rohstoffe wieder mitnehmen. Und ich muss mich langsam mal ein bisschen beruhigen. Ich bin immer noch so ein bisschen angespannt. Mal ein bisschen lockerer werden. Jetzt kann ich auch wieder einen erzählen hier. Puh. Mit der Modifizierungsstation. Was können wir damit machen? Also als allererstes würde ich damit gerne unsere Druckluftflaschen verbessern. Und zwar haben wir da, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Eine Druckluftflasche, die leichter ist, meine ich. Die nimmt dann weniger Inventarplatz weg. Wir könnten dann davon mehr tragen. Was ist das hier? Ach, das ist Rohstoff. Rohstoffe sind das. Oder halt, dass sie den gleichen Platz einnehmen, aber dass mehr Luft reingeht. Und ich glaube, das mache ich. Und nebenbei können wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge andere Sachen verbessern. Das müssen wir dann aber schauen, wenn es soweit ist. Oh. Bleib weg. Bleib bloß weg. Bleiben Sie weg. Oh, nicht getroffen, Woll. Hast mich nicht getroffen, ne? Ja, du Idiot. Bleib bloß weg. Ich muss auf meine Luft achten. Wo ist das Schiff? Wir müssen da in der Nähe von bleiben. Kennt ihr den Begriff Pinguin? Wenn jemand, also natürlich sind das Tier, werdet ihr wahrscheinlich kennen, aber zum Beispiel, wenn man sagt, er sah aus wie ein Pinguin, wenn man so einen Wrack trägt oder so. Und das Aussehen dieser Whopper mit ihrem Schweif hinten, ihrer Schleppe, könnte man ja schon fast sagen, hat mich gerade daran erinnert. An so einen gut gekleideten, aber eigentlich ja, unpassenden, oder also gut gekleideten Herren, aber mit einem unpassend großen Anzug, der so ewig lang am Körper herunterfällt und hinten so wegweht. Daran hat mich das gerade erinnert. Boah. Und das in einem Live-Let's Play. Oh, das wäre cool gewesen. Das ist auch nochmal so ein Thema, was ich immer wieder ansprechen werde, weil es mich doch irgendwie fuchst oder unter den Fingernägeln juckt. Sagt man das so? Dass ich gerne machen würde. Das wäre gerade sehr cool gewesen, wenn wir da zusammen durchgewurschtelt wären. Das ist aber auch so eine Sache von, wann habt ihr Zeit? Wann machen wir das? Natürlich würde ich es am Wochenende tun, denn ja, das ist auch... Warum geht die Musik jetzt gerade hier so ab? Das wäre auf jeden Fall auch mein bevorzugter Zeitpunkt. Da habe ich natürlich Zeit. Aber irgendwann müssen wir das nochmal machen. Ihr könnt ja mal unter das Video posten, wie ihr das so seht mit dem Live-Let's Play. Wann ihr Zeit hättet, ob ihr da Bock drauf hättet. Ja, so uhrzeitmäßig vielleicht oder tageszeitmäßig, morgens, mittags, abends. Sonntags morgens um 7, bitte. Das wäre nicht so gut. So, ich versuch's jetzt doch nochmal mit dem U-Boot. Irgendwie muss doch hier so ein blödes Fragment noch zu finden sein. Das gibt's doch gar nicht. Das haben wir aber hier gefunden, oder? Das war doch in dem Gebiet hier. Es muss doch hier noch eins sein. Gerade finden wir so viel. Ja, und jetzt finden wir gar nichts. Vielleicht sollte ich nochmal zu dem Wrack zurück. Das war, glaube ich, südlich der Insel. Jetzt müsste man nur nochmal wissen, wo... Was ist denn das? Sieht aus wie ein Fenster. Jetzt müsste man nur nochmal wissen, wo die Insel war. Warum ist die Musik hier so gespenstisch? Hier ist doch gar nichts. Oder? Huch, oh, Entschuldigung, ich wollte nichts rammen. Oh, Entschuldigung, ich wollte nichts rammen. Ich sehe halt vorne so schlecht. Ich guck nur nach unten. Och, Mann, wo ist denn dieses blöde Fragment? Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch hier sein. Ein Stückchen noch, komm. Ein Stückchen Modifizierungsmoped. Es wird heller, es wird heller. Von Sinnen. Ja.
aber wir verlassen das Gebiet. We are leaving the area, aber es ist nicht zu finden. Manometer, das gibt's doch gar nicht. Jetzt gucke ich hier mit euch rum und suche kein Silber, sondern so ein blödes Fragment. 2 von 3, das wird sich doch finden lassen. Schön gerammt. Also gleich bekommen wir wirklich Energieprobleme. Ja, das Gute wäre natürlich jetzt, wenn wir den Jimmy hätten und der so einen Tacken tiefer tauchen könnte. Auch ein Zungenbrecher. Dann, wo schwimme ich denn hier vor? Dann könnten wir hier viel schneller durchflitzen und würden eventuell auch Dinge schneller finden. Aber ihr hört ja gerade, warum das nicht geht. Ein kleines Fragment, das wäre doch jetzt schön. Hier ist aber auch wirklich gar nichts mehr, ne? Noch nicht mal irgendwas anderes, was man scannen könnte. Das gibt's doch gar nicht. Wir könnten etwas tiefer tauchen, da in so eine Höhle rein und... Ach, guck mal, da vorne ist Lava. Lass uns doch mal gucken, was da ist. Nein. Aus. Gibt's denn hier jetzt gar keine Fragmente mehr? Nee, in die Richtung will ich hier mich gar nicht bewegen. Da fahre ich lieber nach Hause und guck nochmal wann anders nach einem Fragment. Oder erspare euch das und guck quasi zwischen den Folgen. Ohne Aufnahme mal nach dem Fragment. Weil das bringt es ja auch nicht, wenn wir hier jetzt 50 Stunden lang rumgurken und nichts passiert. Und ihr habt nur die ganze Zeit diesen Soundloop auf den Ohren. Einerseits von den Maschinengeräuschen, andererseits von meinem Gebrabbel. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Ich werde dieses Fragment, das letzte fehlende Fragment, werde ich zwischen den Folgen suchen. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause und beenden die Aufnahme, weil es ist schon wieder ganz schön, wir haben schon wieder ganz schön Zeit hinter uns gebracht. Das ging echt schnell und toi toi toi, klopf klopf klopf, war kein Absturz mehr dazwischen. Ich bleib nochmal so ein bisschen tiefer. Vielleicht, da ist noch was. Oh, guck mal einer an. Ich speichere. Wenn er nämlich jetzt abstürzt, dann finde ich das nie wieder. Wo war's? War das denn? Da war's. Oh, das ist eine Modifizierungsstation. Jawoll. Die ist aber auch schwer zu sehen hier auf dem Boden. Sehr cool. Sehr cool. Ach, super. Ach, jetzt können wir auch schön nach Hause düsen. Volle Kraft voraus. Dann können wir die Folge richtig schön beenden gleich. Dann räumen wir eben alles aus. Kommen zu Hause an. Speichern. Nochmal speichern. Jetzt haben wir ja das Fragment. Weil es ruckelte gerade schon wieder hier so. Und falls ihr mir den Tipp geben möchtet, von wegen hier, macht das mit dem Clear Cache. Von wegen clear, den Safe Folder clearen. Tolles Englisch. Das habe ich schon gemacht. Kurz bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, vor 2 Stunden oder so. Und da waren ja zwischendrin die ganzen Crashes jetzt. Also von daher, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ah, guck mal, man kann schon unsere Basis sehen, von Weitem. Ach, schön. Ja gut, ein paar Fragen bleiben uns natürlich jetzt offen. Erstens, was ist mit den Überlebenden der Degasi passiert? Das ist jetzt die letzte Station, die wir nachverfolgen können. Erstmal jedenfalls mit den Informationen, die wir momentan haben. Wir haben immer wieder Anhaltspunkte gefunden, wohin sie als nächstes aufgebrochen sind. Und als allerletztes hieß es ja, Unterwasserstationen in einer Tiefe von 500 Metern tiefer, was auch immer. Die haben wir gefunden. Was ist das gewesen? Oh
Gott, wir haben gerade was gerammt und dann kam so ein riesiges Grummeln. Ich dachte, jetzt ist es passiert. Von wegen Leck. Ich guck nochmal. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ja gut, dann haben wir das mit der Katastrophe mitbekommen. Und jetzt ist, ja, es ist nicht mehr so sicher. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt los? Hoffentlich finden wir da noch was. Das würde ich gerne wissen, was mit denen letztendlich passiert ist. Wenn sie natürlich als Fischfutter geendet haben, habe ich sie gerade pritzeln gehört? Ich bin immer sehr misstrauisch, ob es hier unserem U-Boot auch gut geht. Aber es scheint okay zu sein. Kein Leck. Alles gut. Ein letzter Kontrollgang. Alles gut. Okay. Puh. Gut. Ich werde schon mal ein paar Sachen mitnehmen. Oh, unser Inventar ist nicht gerade leer. Okay. Dann werde ich trotzdem ein paar Sachen mitnehmen. Und ein bisschen ausladen. Ach, hier sind wir wieder. Home sweet home. Ich atme gerade wirklich durch. Home sweet home. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Das ist einfach nur nett, das zu hören. Natürlich, wir können das nicht mitnehmen. Ich freue mich natürlich, dass die aufgeladen sind. Das heißt, tanken müssen wir auf jeden Fall auch. Abladen. Oh, ja. Wie war das mit dem Lagerraum? Ja, wir brauchen einen Raum, der nur als Lager fungiert. Das heißt, ich werde hier ein bisschen was zwischenlagern einfach. Hauptsache in Sicherheit. Hauptsache in unserer Basis. Ah, das ist wirklich gerade zum Durchatmen. Puh, so, die Batterie laden wir auf. Einfach mal so Standardsachen machen. Die sind jetzt nicht spannend, die müssen halt gemacht werden, wie aufräumen quasi. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen, aber da sind wir nicht in Lebensgefahr bei und das ist es schön. Einfach mal nicht in Lebensgefahr sein. Ich weiß natürlich nicht, ob wir gerade in akuter Lebensgefahr waren. Dafür kenne ich die... doch, das nehme ich mit. Dafür kenne ich die Gebiete hier ja nicht. Aber... ach, vertraute Gefilde und so weiter. Ist einfach schön. Ein bisschen was essen, Gesundheit wiederherstellen. Sehr schön. Und speichern. Und dann, das will ich noch mit euch machen, bevor wir die Aufnahme beenden. Nein, halt falsch, das war richtig. Ich möchte die Modifizierungsstation bauen. Und zwar möchte ich die da hinsetzen. Kabelsatz, Computerchip, Titan. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh nein. Oh nein. Wisst ihr, was wir dafür brauchen? Wisst ihr, was wir dafür brauchen? Ich wage es kaum zu sagen. Dieses beschissene Silber. Kacke. Oh, ich hasse Silber. Ich hasse Silber so sehr. Und wir haben kein Silber gefunden auf unserer Reise. Kein bisschen Silber. Aber wisst ihr was? Bevor ich jetzt wieder mit euch hier auf eine Silberreise gehe, werde ich das Ganze wahrscheinlich vorspulen. Nein, Quatsch, das war ich mal hier richtig. Ich werde das Ganze vorspulen, Silber suchen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Modifizierung, oder wie ihr seht es ja, aber wir hören uns dann wieder ohne Mickey Maus Stimme, wenn ich die Modifizierungsstation bauen kann. Denn jetzt hier wieder nach Silber zu suchen, oh nein, das wollte ich nicht, alles da rein tun, das wäre zu viel. Packe nur gerade ein bisschen um wieder, esse noch einen Happen. Und dann suche ich schnell nach Silber. Und ich speichere kurz auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Drei Silber muss ich finden. Und wir haben noch... ich dachte, wir hätten noch eins. Eins haben wir noch. Ja, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Vorspulen. Ich suche mal ein bisschen, ne? Mal gucken, wie lange es dauert. So, da sind wir jetzt wieder in unserer Basis. Es hat nur 387.000 Jahre gedauert. Und ich bin sehr heiser geworden in dieser Zeit.
bis wir ein bisschen Silber zusammen haben. Das müssen wir irgendwie nochmal besser machen. Das ist total Banane mit diesem blöden Silber. Gut. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Kabelsatz. Gut. Den machen wir zuerst. Und dann brauchen wir einen Computerchip. Da brauchen wir Quarz und zwei Tischkorallenproben. Quarz müssten wir noch haben. Jupp. Die Tischkorallenproben, die kriegen wir auch ziemlich schnell. Die müssten hier irgendwo, da hinten sind schon welche. Das schaffen wir locker. Und mit dem Silber, da müssen wir nochmal irgendwie gucken, dass wir das besser machen. Ich will nicht, dass ihr immer wieder das Gleiche seht. Also, dass ihr mir immer wieder blöd dabei zuguckt, wie ich da Silber sammle. Das ist ja auch, ein, zwei Mal ist das vielleicht ganz schön und dann kann man sich auch gut unterhalten. Irgendwann wird es aber doch ziemlich langwierig und langweilig vor allen Dingen. Das will ich euch dann nicht immer wieder antun. So. Habe ich mal gerade einen Schluck getrunken? Da hat man, glaube ich, den Strohhalm kurz gehört. Nee, bitte bauen. Bitte bauen. Dankeschön. Und vielleicht hilft uns der Prawn-Anzug dabei ja, dass wir da irgendwie ein großes Silbervorkommen finden und dann sammeln wir Silber, was das Zeug hält mit dem Ding. Gut. Kurz aufrichten und da vor uns sehen wir die Modifizierungsstation und da kann man eine ganze Menge machen. Das ist super cool. Unter anderem hier die Luftbehälter. Da. Ultraleichte Pressluftflasche oder halt Hochkapazitätspressluftflasche. Und da werde ich auf jeden Fall drauf setzen. Dann gibt es Ultra-Gleitschwimmflossen oder Schwimmladeflossen. Auch sehr cool. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich würde mich, glaube ich, für die oberen entscheiden. Für unseren Zyklop haben wir dann noch Ultra-Zyklop-Verstärkungsmodul, das die atomare Struktur des U-Boot-Rumpfes neu anordnet, um sichere Tauftriefen extrem zu erhöhen. Also super cool. Und zum Glück haben wir noch ein paar Plaststahlbarren. Zum Glück. Auch für unsere Seemotte, für unseren Jimmy, Druckkompensator, also die ganzen coolen Sachen, die wir alle noch brauchen. Die können wir jetzt auch bauen. Ha. Und ich würde sagen, wir beginnen diese Aufnahmesession, wir beenden diese Aufnahmesession so, wie wir sie begonnen haben, mit einem Kaffee und vielleicht den Blick, na, wie ist es draußen? Es ist, glaube ich, auch gerade Tag geworden. Und dann ist es für mich wieder an der Zeit, mich einmal wieder zu bedanken. Und das ist auch völlig gerechtfertigt, dass ich das tue. Das ist keine Schleimerei. Denn ich finde das wirklich schön, wie wir hier... Coffee completed. Dankeschön. Na, lass mich doch hier vorbei. Wie wir dann hier zusammen immer ein bisschen spielen. Und... Na, darf ich mir den Coffee... Ach nee, dann trinke ich ihn so. Und dann sage ich mal auf euch und auf die nächste Aufnahmesession. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wir sehen uns, wir hören uns. Macht es gut. Bis dahin.